So, guten Tag, meine Damen und Herren. Das Mikroklima im Audimax nimmt seine typischen sommerlichen Formen so langsam an. Und das, obwohl wir noch im Mai sind. Also, ich nehme an, die Mehrzahl von Ihnen hat den Audimax noch nicht im Hochsommer erlebt. Sie bekommen aber so eine erste Vorstellung davon, wie das dann im Hochsommer sein wird. Ich hatte im Forum schon, wie üblich, geschrieben, was Sie sich vielleicht noch anschauen sollten, um sich auf diese Vorlesung heute vorzubereiten. Da war das hier, dieser Foliensatz, den Sie auch in Moodle haben, das allererste, was ich genannt hatte. Und ich gehe davon aus, Sie haben sich das ein bisschen angeschaut, auch im Hinblick auf Nabla-Testate vielleicht, sodass ich das hier relativ kurz fassen werde. Eine andere Form, ein anderer zweiter Algorithmus für String Matching. Wir kennen Simple String Matching, einfaches String Matching, das haben wir mehrfach hier gesehen. Jetzt hier einen etwas komplizierteren. Ich möchte vielleicht nur dazu sagen, das ist eigentlich in Lehrbüchern typischerweise der einfachste Algorithmus für String Matching, der intensiv diskutiert, der intensiv eingeführt wird. Alle weiteren Algorithmen werden dann noch komplexer. Wir bleiben dann aber hier bei diesem Algorithmus stehen. Es macht meines Erachtens für die AOD wenig Sinn, hier tief einzusteigen in die verschiedenen komplexeren String Matching Algorithmen. So, Sie kennen die Aufgabenstellung. Wir haben immer denselben String, den ich hier als Beispiel verwende. S, alle Vorkommen von T in S sollen gefunden werden. Ergebnis soll sein, eine Liste, eine Menge von Anfangspositionen aller Vorkommen des kleinen Strings hier in dem großen String. Das heißt also, am Ende soll hier rauskommen die erste Position, nicht? Da haben Sie ein Vorkommen, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die achte Position und die zehnte Position. Die sollen hier am Ende in der Resultmenge, in der Resultatsmenge stehen, wenn der Algorithmus fertig ist. So, was war beim einfachen String Matching? Wie lief der einfache String Matching Algorithmus? Der lief so ab, dass wir immer eine Menge von Kandidaten verwaltet haben. Kandidat heißt ein Präfix des kleinen Strings. Wir sind irgendwo mittendrin, eine Schleife vom ersten Zeichen bis zum letzten Zeichen, irgendwo mittendrin. Und alle potenziellen Anfangsindizes von Kandidaten sind in dieser Kandidatenmenge drin. Und in jedem für jedes neue Zeichen gucken wir für jeden der Kandidaten, ist das noch ein Kandidat oder ist er kein Kandidat mehr? Und wenn es kein Kandidat mehr ist, schmeißen wir ihn aus der Kandidatenmenge raus, sonst lassen wir ihn drin. Und wenn dieser Kandidat dann volle Länge bekommen hat, Länge von T, dann überführen wir diesen Kandidaten in die Resultatemenge. So funktioniert der einfache String-Matching-Algorithmus. Wovon ich Sie jetzt hier überzeugen will, ist, dass dieser einfache String-Matching-Algorithmus viel zu viel berechnet. Dass das, was ihn eigentlich interessiert, viel, viel weniger ist als diese ganze Kandidatenmenge und vor allem, dass dieses viel, viel weniger auch sehr viel effizienter aktualisiert werden kann in jeder Iteration, vorausgesetzt, dass man vorher ein bisschen Arbeit ins Preprocessing, in die Initialisierung hineinsteckt. So, das, was der Algorithmus eigentlich nur benötigt, weswegen er eigentlich die Kandidaten verwaltet, ist diese Zahl, die Sie in Lehrbüchern und so auch bei mir als Q abgekürzt finden, die Länge des zurzeit längsten gültigen Kandidaten. Wie geht das vor? Ups. Nanu. Also irgendwie hat sich heute alles gegen uns verschworen, nicht? So. Also jeder Sorte von Hardware. So. Wie läuft das ab?
Wir gehen genauso wie im einfachen String-Matching-Algorithmus, denn es ist nur eine Variante des einfachen String-Matching-Algorithmus, gehen wir einmal durch alle Zeichen durch in einem großen String und gucken, wie es da jeweils mit den Kandidaten aussieht. So, und dieses Q ist eine Zahl, die wir vorab berechnen können, bevor wir uns S überhaupt ansehen, weil sie nur von Groß T abhängt, diesem GAG in diesem Beispiel, nämlich folgendermaßen: Wenn ich auf einem Buchstaben stehe, wie jetzt hier dem G, dann gucke ich nach, welchen Wert hat das Q in diesem Moment. Also zwei Dinge gucke ich nach. Ich gucke nach, welcher Buchstabe ist das? Das ist das G. Und ich gucke nach, welchen Wert hat das Q in diesem Moment? Das ist die Spalte, das ist die Zeile. Hier sehe ich ein 1 und setze deshalb Q auf 1. Und das stimmt. Wir werden uns noch klar machen, warum das jeweils stimmen muss. Das stimmt. Die Länge eines längsten Kandidaten ist jetzt 1. Wir haben nur einen Kandidaten, nämlich die allererste Position. Dieses G ist ein Kandidat, sonst haben wir natürlich noch keine. Und das ist alles, was in einer Iteration im Prinzip passiert. Naja gut, ein bisschen mehr, wenn wir einen Kandidaten entdeckt haben, der vollständig ist. Wir gehen weiter, ganz stur nach Schema F. Ja, was in einem einzigen Iteration dieser Schleife passiert, ist ganz, ganz wenig. Wir gucken uns an, wieder das A ist jetzt der Buchstabe, Q war vorher 1, das heißt, wir gucken uns das an. A und 1 ergibt 2 für den Wert Q. Und genau dasselbe hier. G haben wir jetzt als Buchstaben. Q hatte den Wert 2, also gucken wir nach G und 2 hat den Wert 3. Aha, das ist die Länge von Groß T, die Zahl 3. Das heißt, wir haben jetzt einen vollständigen Kandidaten gefunden. Das heißt, wir haben einen vollständigen Kandidaten gefunden und fügen den jetzt hier ein. Und dann geht es weiter. Vorher war G, wir haben wieder ein G, ganz blindlings, einfach nach Schema F, G, und wir haben den Wert 3, gucken wir nach, jetzt kommt der Wert 1 raus, auch das stimmt, wir haben nur einen Kandidaten, nämlich beginnend an dieser Position, wo wir gerade stehen. Ich will das jetzt nicht mehr weiter fortführen, alle weiteren Schritte sehen genauso aus. Was wir hier also vorher berechnen müssen, ist diese Tabelle. Was sind die Werte, die in dieser Tabelle drin steht? Also wir haben für jedes Zeichen, das im großen String vorkommen kann, das im großen String überhaupt vorkommt, haben wir eine Spalte. Und für jede Zahl, die hier vorkommen kann, die der Wert Q haben kann, haben wir eine Zeile. Diese Werte, in diesem Fall diese 16 Werte, müssen wir berechnen. Wie müssen wir die berechnen? Damit immer diese Semantik hier von der ersten Folie dabei herauskommt, die Länge des momentan längsten gültigen Kandidaten. Wenn Sie sich wieder so ein Extrembeispiel ansehen, wir hatten es mehrfach gehabt, der große String S besteht nur aus einem Buchstaben G, 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 G. Der kleine String T besteht auch nur aus diesem Buchstaben G, G, G. Dann haben wir immer mehrere Kandidaten, nämlich G alleine, zweimal das G und dreimal das G ist jeweils ein Kandidat. Der längste Kandidat ist der interessante, denn wenn die Länge des längsten Kandidaten, das ist ja der einzige, der längste Kandidat ist der einzige, der vielleicht überführt werden soll in die Resultatemenge. Wenn diese Länge gleich der Länge von T ist, dann überführen wir den. Genau das, nichts anderes haben wir gemacht. Und der entscheidende Punkt ist, dass diese Matrix vorher berechnet werden kann, bevor wir durch den großen String S durchgehen. Ja, stellen Sie sich vor, S hat Milliarden von Zeichen, T hat nur so ein paar einzelne Zeichen
Und da ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, dass Sie groß S, dass Sie vorher die Information berechnen, die es Ihnen ermöglicht, gar nicht mit den Kandidaten herumzuhantieren, sondern eben zu berechnen, wenn das das Zeichen ist, auf dem unsere Schleife gerade steht, unser Schleifenindex gerade steht, und das die Zahl ist, die jetzt gerade in Q drin steht, dann soll in Q hinterher die 1 drin stehen, die Länge des längsten Strings, des längsten Präfixes. Wie kann man das berechnen? Das ist nicht allzu problematisch. Sie berechnen, Sie haben natürlich zwei ineinander geschachtelte Schleifen, eine über alle Spalten und eine über alle Zeilen, weil Sie ja entsprechend jeden Eintrag für sich berechnen. Wie berechnen Sie den Eintrag hier für sich? Sie haben den Eintrag 3, Sie haben hier die 3, das heißt, Sie wissen, was vorher war, war GAG. Und Sie haben jetzt die G. Das heißt, wenn Sie diesen Eintrag berechnen, wissen Sie, wie hier die Situation ist. GAGG. Und aus dieser Information können Sie natürlich sofort berechnen, also Länge 3 geht nicht, weil AGG ist nicht unser Suchstring GAG. Länge 2 geht auch nicht, weil GG ist nicht der Anfang von GAG. Also geht nur Länge 1 und das geht. Genauso gehen wir vor, um das zu berechnen. Wir gucken uns erst an, könnte Länge 3 da drin stehen? Gucken. Dann müsste hier ja GAG stehen, ist aber nicht. Zweiter Schritt, könnte hier Länge 2 drin stehen? Dann müsste hier GA drin stehen, ist aber nicht. Dritter Schritt, könnte dann wenigstens noch Länge 1 drin stehen? Ja. Dann müsste hier G drin stehen und das ist auch der Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, so wie beim nächsten Schritt hier, wenn hier ein I drin steht, für diese Zeile ist genau dasselbe gemacht worden. Könnte hier 3 drin stehen? Nein, denn sonst müsste hier GAG drin stehen. Könnte hier 2 drin stehen? Nein, sonst müssten hier GA stehen. Es steht aber GI drin. Könnte hier 1 drin stehen? Nein, hier müsste sonst G drin stehen. Es steht aber I drin. Also bleibt nur die 0 übrig. Ja, nach einem ganz einfach zu implementierenden Schema, drei ineinander geschachtelte Schleifen, vier ineinander geschachtelte Schleifen. Erstens mal über alle Spalten und über alle Zeilen, das sind zwei. Dann für jeden Eintrag erst einmal das Durchprobieren. Kann 3 drin stehen, dann 2 drin stehen, kann 1 drin stehen, sonst muss halt 0 drin stehen. Und innerhalb von jedem dieser Tests, ob 3 drin stehen da kann oder 2 drin stehen kann oder 1 drin stehen kann oder 0 drin stehen muss, wird, das habe ich nur angedeutet, hier natürlich guckt, kann 3 drin stehen, das heißt, dieses GGI müsste eigentlich GAG sein. Ja, Sie vergleichen hier nochmal in einer Schleife diesen Teilstring mit dem Suchstring GAG und haben damit vier ineinander geschachtelte Schleifen. Und so geht das weiter, brauche ich jetzt nicht weiter hier durchzuziehen. Sie sehen, das kann man auch mit einem sogenannten Automaten hier verbildlichen. Sie haben die vier Zustände, die Q erreicht haben kann. Also mit Automaten werden Sie später in anderen Lehrveranstaltungen, vielleicht jetzt auch schon. Wenn nicht jetzt schon, dann später mit anderen Lehrveranstaltungen werden Ihnen Automaten auch wieder begegnen, genau solche Sachen. Sie haben verschiedene Zustände. Q, diese Variable, hat vier verschiedene Zustände, die möglich sind. Und wenn beispielsweise der Zustand 2 ist und als nächstes ein G kommt, dann soll halt der Zustand übergehen in 3. Ansonsten in jedem anderen der Fälle geht der Zustand in 0 über. Das sehen Sie hier. Beim Zustand 2, 0, 3, 0, 0. Im Fall von G eine 3, in jedem anderen Fall eine 0. Hier geht es wieder nach 0 zurück. Einfach für uns hier nur eine Veranschaulichung von der Information, die hier in der Matrix drin ist. Aber natürlich würde der Algorithmus hier aus Effizienzgründen mit der Matrix hantieren, weil dieser Lookup in der Matrix natürlich sehr effizient ist.
Haben Sie spontan an dieser Stelle Fragen zu diesem Algorithmus, bitte? Da wo eine 3 steht, ganz unten links, warum hier eine 2 steht? Ich glaube, dazu haben wir sogar einen Fall. Oh, ich sehe, dass der auf magische Art und Weise noch einen Beamer angegangen ist. Mal gucken. So, okay. Also wenn ich den einen Beamer ausschalte, dann geht auch der Ton weg vom anderen Beamer. Warum auch immer. Ich glaube, dass genau zu diesem Fall haben wir doch sogar, hier haben wir sogar den Fall. Also, wir hatten vorher, hier in dieser Situation hatten wir eine 3, in Q gleich 3, weil GAG vollständig gefunden worden ist. Ein Kandidat ist vollständig gefunden. Ja? So. Jetzt an dieser Stelle gehen wir eins. An dieser Stelle geht es von der 2 zur 3. Und jetzt haben wir die 3 in Q und wieder ein A. Jetzt kommen wir zu einer 2. Warum? Weil GA ein Kandidat ist. GA ist der Beginn, das Präfix von GAG. Beantwortet das Ihre Frage? Warum dort an dieser Stelle in diesem Matrix-Eintrag eine 2 drin steht? Weil das genau die Situation ist, die wir in dem Fall hier hinten haben. Ist gut, dass Sie eine Frage gestellt haben, für die es eine Folie gibt. Gut, weitere Fragen an dieser Stelle zum Verständnis dieses Algorithmus, den ich Ihnen ja, wie gesagt, auch aufgegeben hatte zu heute. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir eigentlich zum Thema zurückkommen, worum es eigentlich hier geht. Nämlich um asymptotische Komplexität, Laufzeit. Wir haben schon mehrere Beispiele letztes Mal dazu gesehen. Wir sehen jetzt dieses Beispiel nochmal als ein letztes. Und wenn wir damit fertig sind, dann steigen wir in die konzeptionelle, theoretische, mathematische Betrachtung des Ganzen ein. So, was wir hier tun ist, das haben Sie beim letzten Mal gesehen, Erbsen zählen. Wir zählen einfach, wie viele Operationen eigentlich dieser Algorithmus so braucht, von der allerersten bis zum Ende, wo das Ergebnis zurückgeliefert wird. Das machen wir nicht ganz konkret auf der Ebene der Maschineninstruktion natürlich, weil der Algorithmus ist ja nicht gebunden an eine bestimmte Maschine, sondern was wir hier machen, ist das Erbsenzählen, das man unabhängig von der Maschine machen kann. Unabhängig davon, wie der Algorithmus dann tatsächlich in Taktzyklen auf dem Computer realisiert ist. So. Wir haben wieder, wie beim einfachen String-Matching-Algorithmus, auch bei diesem komplexeren String-Matching-Algorithmus, die Hauptschleife geht einmal durch den großen String durch. Und da sie einmal durch den großen String durchgeht, haben wir entsprechend viele Iterationen, so viele Zeichen der String halt hat. So, und der entscheidende Punkt ist, es passiert ja praktisch nichts mehr, fast nichts mehr in jeder einzelnen Iteration. Was ist passiert in jeder einzelnen Iteration? Passiert ist, dass Q ist aktualisiert worden über diese Matrix und wenn das Q maximal ist, dann wurde der entsprechende Index in die Resultatemenge übertragen. Mehr passiert nicht. Nicht mehr wie bei dem einfachen String-Matching-Algorithmus, da die ganzen Kandidaten durchzugehen und bei jedem was zu gucken und was zu machen. Aber dafür haben wir im Preprocessing jetzt mehr. Wir müssen die Tabelle aufbauen, diese Matrix oder wie immer Sie es nennen wollen. Matrix, Tabelle oder sonst was. Hatte ich schon gesagt, Sie haben zwei Schleifen ineinander geschachtelt. Die eine geht über das Alphabet und
aus dem die Strings entnommen sind. Und die andere Schleife, das waren die Spalten in der Matrix. Und das sind die Zeilen in der Matrix, die Werte, die Q annehmen kann, von 0 bis maximal so groß, wie der Suchstring T lang ist. In unserem Beispiel waren das 0, 1, 2, 3, weil 3 die Länge des Suchstrings T gleich GAG ist. So, das haben wir schon geklärt. Und dann war dieser Countdown. Wir prüfen erstmal nach, könnte da eine 3 drin stehen in diesem Matrix-Eintrag? Wenn nein, könnte da eine 2 drin stehen? Wenn nein, könnte da eine 1 drin stehen? Ansonsten muss halt eine 0 drin stehen. Und das sind diese Vergleiche erst für 3, dann für 2, dann für 1, eben so oft, wie der kleine Suchstring lang ist. Und innerhalb, wir haben jetzt jeweils einen Vergleich, das heißt, wir haben Größenordnung T viele Iterationen der äußersten Schleife, Größenordnung Sigma viele, das Alphabet viele Iterationen der zweiten Schleife. Innerhalb haben wir höchstens T-Iterationen, die dritte Schleife und die vierte unterste Schleife, wo wir dann tatsächlich zwei Strings miteinander vergleichen, kann auch höchstens T haben. Das heißt also, es kann nicht schlimmer kommen als hier, das proportional zu S ist der Aufwand für die Hauptschleife. Reduziert darauf, wir hatten beim Simple String Matching, hatten wir hier S mal T stehen. Ja, S ist eine Milliarde groß, vielleicht, T ist vielleicht 1000 groß, oder sagen, dann wäre also das, was da beim Simple String Matching stehen würde, eine Milliarde mal 1000, ziemlich groß. Jetzt steht hier nur noch eine Milliarde drin. Nicht mehr eine Milliarde mal 1000, dafür haben wir hier T hoch 3 mal Sigma, gut, 1000 wird so ein String T wahrscheinlich nicht haben, aber nehmen wir mal 100 vielleicht, dann steht hier eine Milliarde, eine Million mal Größe des Alphabets. In den meisten Anwendungen, die ich so kenne, wird das Alphabet jetzt gar nicht mal unbedingt so groß sein. Sie müssen nicht unbedingt das Java Unicode Alphabet haben, was ja ziemlich groß ist, 16.000 so und so viele Zeichen insgesamt, sondern ein sehr viel eingeschränkteres Alphabet wird für die meisten Anwendungen genügen. Aber das ist das, was Sie potenziell an Aufwand haben. Und das hatten wir schon beim letzten Mal gesagt, bei den anderen beiden Beispielen, beim Simple String Matching und bei Selection Sort. Wenn die Kenngrößen immer größer werden, in diesem Fall S und T und die Größe des Alphabets Sigma, wenn diese Kenngrößen immer größer werden, das, was wir hier an Fehler machen, wenn wir sagen, na, das ist proportional dann zu diesem mathematischen Ausdruck, also das, was ich jetzt unterschlagen habe an kleinen Sachen drumherum, der Aufruf der Methode vorneweg, die Rückgabe am Ende und so weiter, diese ganzen Kleinigkeiten drumherum, das wird immer weiter vernachlässigbar im Verhältnis zu dem Gewicht dieses einen mathematischen Ausdrucks, der Ihnen dann also in gewisser Weise angibt, wie schnell die Laufzeit dieses Algorithmus wächst, wenn die entsprechenden Kenngrößen, die Länge von S, die Länge von T, die Länge von Sigma, wachsen. Im schlimmsten Fall. So, damit haben wir jetzt das letzte Beispiel. Wir werden heute nicht zu Live-Codings kommen, soweit ich das sehe. Ich denke, es wird sich zeitlich nicht ausgehen. Wir werden noch ein Live-Coding dann machen zum Thema. Also das Ganze, was ich Ihnen heute und möglicherweise auch noch beim nächsten Mal, wenn wir es heute nicht schaffen, dann versuche nahezubringen,
das Ganze dann nochmal in die Praxis umzusetzen anhand von konkreten Beispielen, wie Sie sie auf dem Übungsblatt 3 vergleichbar auch vorfinden. Jetzt brauchen wir aber erst einmal die mathematische Fundierung des Ganzen, was wir jetzt uns die ganze Zeit angeschaut haben anhand dieser paar kleinen Beispiele. Also wir werden ein bisschen Ausflug in die Anfangsgründe der Analysis machen. Manchen von Ihnen wird es gefallen, anderen von Ihnen wird es nicht gefallen. Ist aber so. Kommen wir nicht drum herum. Das ist wichtig. So. Wir betrachten ganz allgemein Funktionen. Funktionen von bestimmter Form, wie Sie sie in der Analysis oder auch in der Schule schon immer wieder kennengelernt haben, die k, eine feste Anzahl von Parametern, die, habe ich jetzt als Schreibweise, positive reelle Zahlen und die Zahl 0, also die nicht negativen reellen Zahlen, in diesem Bereich alle definiert sind. Und das Ganze wird abgebildet auf die nicht negativen reellen Zahlen. Also ich habe mir das jetzt gespart, hier in PowerPoint zu versuchen, das hinzukriegen mit dem reellen Zahlensymbol, wie Sie das kennen, mit dem Doppelstrich. Also die Version von PowerPoint, die ich hier habe, die leistet dagegen etwas Widerstand. Also habe ich es gelassen. Das sind jetzt die reellen Zahlen hier für uns. Warum beschäftigen wir uns hier mit reellen Zahlen? Das ist doch Quatsch. Denn wovon wir jetzt die ganze Zeit geredet haben in diesen Beispielen, sind ganze Zahlen, nicht negative ganze Zahlen. Ja? Die Parameter, die Länge der Strings, die Anzahl der Zeichen im Alphabet und so weiter, das sind alles ganze Zahlen. Und die Anzahl der Operationen, die der Algorithmus durchführen muss am Ende, die Anzahl der Taktzyklen, ist auch eine ganze Zahl. Warum beschäftigen wir uns jetzt hier mit reellen Zahlen? Ganz einfach. Erstmal stört es uns nicht, mit reellen Zahlen statt mit ganzen Zahlen zu rechnen, weil das, was für reelle Zahlen gilt, gilt dann natürlich auch für ganze Zahlen. Aber der Hauptgrund ist, dass uns dann, wenn wir mit reellen Zahlen arbeiten, mit reellwertigen Funktionen, auf reellen Urbildern, dass wir dann den ganzen Apparat der Analysis zur Verfügung haben, den wir dann auch gezielt einsetzen werden. Deshalb machen wir jetzt erst einmal hier einen kleinen Ausflug in Richtung reelle Zahlen. Und das alles, was wir hierfür sagen, ist natürlich dann auch für ganze Zahlen, lässt sich das daraus schlussfolgern. So. Wir wollen miteinander vergleichen. Wir wollen Laufzeiten miteinander vergleichen. Diese Funktionen f und g sollen die Laufzeiten von zwei Algorithmen sein, die dasselbe leisten. Ja, zwei Sortieralgorithmen oder wie jetzt eben zwei String-Matching-Algorithmen. Und wir würden natürlich gerne sehr, sehr genau die ganzen Sachen berechnen, sehr, sehr genau Algorithmen miteinander vergleichen, dass wir sagen können, auf dieser Maschine, in dieser Implementation ist der Algorithmus A schneller als der Algorithmus B. Das ist natürlich auf theoretischer Ebene nicht mehr machbar, weil wir müssten die ganzen Details der verschiedenen Maschinen kennen. Auf der einen Maschine kann durchaus der eine ein bisschen schneller sein, auf der anderen ein bisschen der andere. Aber das ist ja nicht der entscheidende Punkt. Denken Sie zurück an das Beispiel Suche eines Elements in einem Array. Das war unser erstes Beispiel. Entweder linear durchgehen, von vorne bis hinten, bis wir es gefunden haben oder bis wir am Ende sind und festgestellt haben, es ist nicht drin. In einem aufsteigend sortierten Array, sollte ich dazu sagen. Das war das Beispiel. Diese lineare Suche kostet uns im schlimmsten Fall linear viele Iterationen. Linear oft müssen wir testen, bis wir ganz am Ende angekommen sind. Ist das jetzt das Element, das wir suchen oder ist es das noch nicht? Müssen wir noch weitergehen? Und dann vergleichen Sie nochmal binäre Suche.
links, rechts anfangen, in der Mitte gucken. Wenn es kleiner ist, nach links nur weiter gucken. Wenn es größer ist, nur rechts weiter gucken. Dann wieder in der Mitte halbieren. Wenn es in diesem Teilintervall links ist, kleiner ist, links weiter gucken, sonst rechts weiter gucken und so weiter und so fort. Der Aufwand haben wir uns angesehen. Dafür ist nur logarithmisch und das ist dramatisch schneller, dramatisch weniger Laufzeit als die lineare Suche. Ja, bei einer Milliarde Elemente in dem Array kostet uns die lineare Suche im schlimmsten Fall eine Milliarde Durchläufe durch die Schleife, eine Milliarde Suchschritte. Aber die binäre Suche kostet uns nur 30 oder 31 Schritte, weil die Anzahl der Schritte durch den Zweierlogarithmus von der Milliarde beschränkt ist. Und das ist nun mal nur 30. Ja, ein dramatischer Unterschied. Und diese Art von dramatischen Unterschieden wollen wir einfangen. Das können wir. Und wenn sich zwei Algorithmen so dramatisch voneinander unterscheiden, und da werden wir noch mehr Beispiele sehen, zwei Algorithmen für dasselbe Problem, dann wissen wir von vornherein, welchen dieser Algorithmen wir nehmen müssen. Vor allem bei großen Eingabegrößen. Wir wissen es einfach vorher. Wir brauchen nicht zu testen, Laufzeittests zu machen. Der eine ist so, der andere ist so. Wir wissen einfach, ab einer gewissen Größenordnung, die meistens sehr klein ist, ist garantiert der asymptotisch schnellere auch der real schnellere. Können wir blindlings drauf vertrauen. Auf ganz kleinen Größen natürlich nicht, aber bei ganz kleinen Größen ist es vielleicht auch nicht gar so wichtig, welcher jetzt der schnellere ist. Ob wir jetzt den schnelleren oder den weniger schnelleren erwischt haben. Und das können wir erst einmal einfangen, ganz einfach hierdurch. Durch etwas, ein Konzept, das Sie aus der Analysis kennen, Grenzwertberechnung auf Funktionen von mehreren unabhängigen Variablen, x1 bis xk. Wenn wir x1 bis xk gegen unendlich gehen lassen, wenn dieser Grenzwert 0 ist, dann ist diese Funktion asymptotisch kleiner als diese Funktion. Ja, die gehen immer weiter auseinander, sodass dann der Quotient immer mehr gegen 0 geht. So, das Problem an der Sache ist folgendes. Für eine Funktion in einer veränderlichen, in einer unabhängigen Variable, in einer unbekannten, kennen Sie das natürlich. Die Logarithmusfunktion geteilt durch n, durch die lineare Funktion, das geht natürlich gegen 0, weil die Logarithmusfunktion geht zwar auch gegen unendlich, aber viel, viel langsamer als jede lineare Funktion. Was bedeutet denn, dass der Limes gegen 0 geht, wenn Sie jetzt mehrere Veränderliche haben? Ja, diesen Fall haben wir. Denken Sie an das letzte Beispiel eben, String Matching. Wir haben die Größe von S ist ein Parameter, x1. Die Größe von t ist der zweite Parameter, x2. Die Größe des Alphabets von Sigma ist der dritte Parameter. Sie haben in diesem Beispiel schon drei x1, x2, x3 als Variable. Wenn ich jetzt sage, x1, x2, x3 sollen gegen unendlich gehen, was heißt denn das? Und also die sollen gegen unendlich gehen und der Quotient soll gegen 0 gehen. Naja, die Variablen, diese Unabhängigen, können auf verschiedene Arten und Weisen gegen unendlich gehen. Hier nur zwei, x1 und x2. Ja? Hier geht x1 gegen unendlich und hier geht x2 gegen unendlich. Und Sie können auf die verschiedensten Arten und Weisen jetzt x1 und x2 gleichzeitig gegen unendlich gehen lassen. Ja, Sie können zum Beispiel x1 schneller gegen unendlich gehen lassen als x2, dann geht es hier lang. Sie können x2 schneller gegen unendlich gehen lassen als x1, dann geht es hier lang. Sie können auch hier beliebig sich schlängeln. Und wir sagen, der Limes über mehrere Veränderliche ist so erklärt, wenn jede dieser Formen, jede einzelne, egal wie das aussieht, wenn bei jeder dieser Formen dieser Quotient gegen 0 geht, dann ist der Grenzwert definiert und gleich 0.
Das kann man an einem einfachen Beispiel sehen. Hier, Sie haben zwei Funktionen, f und g, in zwei Variablen, x1 und x2. Und das eine ist die Summe der beiden Quadrate, das andere ist die Summe der beiden Kuben. Das wissen Sie ja aus elementarer Schulmathematik. Na gut, elementarer Oberstufenmathematik, um genau zu sein. Unter elementarer Schulmathematik verstehe ich doch noch ein bisschen was anderes. Das wissen Sie aus Oberstufenmathematik, dass diese Funktion hier oben im Zähler wesentlich langsamer gegen unendlich geht als diese Funktion im Nenner. Und zwar egal wie. Ja, wenn Sie x1 schnell gegen unendlich gehen lassen und x2 langsam, geht das Ganze gegen 0. Wenn Sie x2 schnell gegen unendlich gehen lassen und x1 ganz langsam, geht das Ganze gegen 0. Und wenn Sie x1 und x2 so wie hier angedeutet irgendwie oszillierend in der Gegend herum so nach und nach gegen unendlich gehen lassen, geht das Ganze gegen 0. Vielleicht unvergleichbar. Gehen wir mal ganz kurz durch, damit das hier das Beispiel, das Gegenbeispiel, warum es notwendig ist, das so zu definieren. Ich komme noch zu den übersprungenen Folien gleich. Fast dasselbe Beispiel wie eben, nur dass jetzt im Zähler der eine quadratisch und der andere kubisch ist und im Nenner ist der andere quadratisch und der eine kubisch. So, wenn Sie jetzt x3 schneller als x3 gibt es ja gar nicht. Ich habe hier mich verwirren lassen durch das x hoch 3. Wenn Sie jetzt x2 schneller gegen unendlich gehen lassen als x1, dann wird der Zähler schneller gegen unendlich gehen als der Nenner. Das heißt, der ganze Bruch geht gegen unendlich. Wenn Sie jetzt hingegen x1 schneller gegen unendlich gehen lassen als x2, dann dominiert das hier. Das heißt, der Nenner wird schneller gegen unendlich gehen als der Zähler. Und hier kommt 0 raus, beziehungsweise beim Kehrbruch kommt wieder unendlich raus. Ja? Das Beispiel zeigt, dass Sie wirklich darauf bestehen müssen, wie ich das jetzt eben angedeutet habe, egal wie x1 und x2 zusammen gegen unendlich gehen, es muss immer 0 rauskommen, sonst ist nicht der Limes insgesamt gleich 0. Also gehen wir da zurück. So. Halt, hier, wo waren wir stehen geblieben? Hier, asymptotisch schneller. Hier ist es tatsächlich so, dadurch, dass hier die beiden Quadrate oben und die beiden Kuben unten sind, egal wie x1 und x2 zusammen gegen unendlich gehen, es kommt immer 0 raus. Asymptotisch gleich, da muss ich etwas einführen, was Sie, denke ich, in der Analysis gehabt haben sollten, der Limes Superior. Was ist der Limes Superior? Also, es kann ja sein, dass diese ganzen verschiedenen Pfade, wie x1 und x2 zugleich gegen unendlich gehen, dass die gegen verschiedene Grenzwerte konvergieren. Der eine Pfad konvergiert gegen die 3, der andere gegen die 5, der andere gegen die 357 und so weiter und so fort. Und wenn der größte dieser Grenzwerte gegen unendlich geht, das heißt, wenn jeder Pfad, wie Sie x1 und x2 gegen unendlich gehen lassen, wenn der immer gegen etwas Endliches geht und das ist auch nach oben beschränkt, dann ist erst einmal eben nicht f asymptotisch schneller als g, sondern sie sind asymptotisch gleich, wenn beides der Limes Superior, also das Höchste, wo dieser Quotient hingehen kann, wenn wir die x irgendwie gegen unendlich gehen lassen, und das Niedrigste und das Größte, wohin der Kehrwert gehen kann,
Wenn die beiden kleiner unendlich sind, dann sind die beiden asymptotisch gleich. Was heißt das? Das heißt letztendlich, dass der eine in einem Korridor um den anderen herum geht. Sie können sich da vorstellen, die eine Funktion geht irgendwie ins Unendliche. Ich kann Ihnen das natürlich jetzt mit den Händen nur eindimensional versuchen nahezubringen. Also zweidimensional mit Händen was zu machen, da versagt meine Fantasie. Und die andere geht da in einem Korridor irgendwie um diese eine Funktion herum, geht nie aus diesem Korridor, der Korridor kann sehr groß sein, geht nie aber daraus hinaus immer weiter ins Unendliche und geht nie umgekehrt zu Null runter, sondern bleibt in diesem Korridor um den drumherum. Das ist die Veranschaulichung von dem, was mathematisch gefasst werden kann dadurch. Eben, das können Sie so ausdrücken, dass beide Limites superi ores. Gibt es ein paar Leute, die, bei denen Latein nicht 30 Jahre her ist? Okay, wahrscheinlich schon. Oder stattdessen, dass der Limes inferior größer 0 ist. Das heißt, die eine Funktion geht gegen unendlich und die andere bleibt immer im endlichen Abstand zu der Funktion nach oben hin, geht nicht, wächst nicht unendlich viel schneller als die eine Funktion, geht aber auch nicht runter Richtung 0, sondern hält immer einen Abstand zu 0. Eben das Gegenteil von dem, was wir hier haben als asymptotisch schneller, wo der Limes in der einen Richtung gegen 0 geht, beziehungsweise wenn Sie den Kehrwert nehmen, gegen unendlich. So, das ist ein Beispiel dafür, asymptotisch gleich. Wenn Sie haben jetzt hier verschiedene, wir haben immer wieder x1 und x2. Wir haben eine Funktion oben im Zähler, unser f und unser g, jeweils in x1 und x2. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise vorstellen, dass x1 sehr viel schneller wächst als x2, dann geht das Ganze hier gegen 3. Das ist die höchste Möglichkeit, wohin Sie diesen Quotienten treiben können, ist, indem Sie x1 schneller wachsen lassen, viel schneller wachsen lassen als x2, sodass also dieser Quotient hier 3x1² zu x1² den Ausschlag gibt. Die beiden anderen Summanden spielen keine Rolle mehr. Der spielt keine Rolle mehr, der hier oben spielt keine Rolle mehr, weil x1 nur linear vorkommt, während hier x1 quadratisch vorkommt. Und die Summanden spielen keine Rolle mehr, weil ja x1 schneller wachsen soll als x2. Wenn Sie hingegen x2 sehr viel schneller wachsen lassen wollen als x1, dann ist dieser Term, dieser Summand oben der schnellste, hier unten ist dieser Summand der schnellste, diese beiden Summanden spielen keine Rolle mehr im Verhältnis zu dem, die beiden spielen keine Rolle mehr im Verhältnis zu dem. Das heißt, wenn Sie x2 schneller, viel schneller als x1 gegen unendlich wachsen lassen, dann ist das Endergebnis 7:6. Und wenn Sie irgendwas dazwischen machen, x1 und x2 irgendwie nicht im einen Extrem x1 viel schneller als x2 und nicht im anderen Extrem x2 viel schneller als x1, sondern irgendwo dazwischen, dann werden Sie da in dem Bereich bleiben zwischen 3 und 7/6. Das heißt, der Limes Superior, das Größte, was Sie erreichen können, wenn Sie irgendwie x1 und x2 gegen unendlich gehen lassen, ist 3. Und das Kleinste, was Sie erreichen können, ist 7/6, beziehungsweise, wenn Sie es umdrehen, 6/7. Beide Limiten sind kleiner unendlich und damit ist es nach unserer Definition asymptotisch gleich und das macht auch Sinn. Ja? In diesem Korridor zwischen 6/7 und
drei, oder andersrum, in dem Korridor zwischen 7/6 und 3 bleibt die eine Funktion gegenüber der anderen Funktion und geht nicht aus diesem Korridor, der durch diese beiden Zahlen nach oben und nach unten beschränkt ist, heraus. Versuchen Sie das vielleicht, wenn Sie das nicht, versuchen Sie so viel wie möglich hier rauszuziehen aus dem, was ich hier gesagt habe, auch wenn es vielleicht jetzt mit Analysis alles noch ein bisschen mit der Erinnerung nicht ganz in die Gänge gekommen ist, und versuchen Sie es dann im Nachgang nochmal mit der Aufzeichnung, mit dem Foliensatz nachzubereiten. Verständnis dieser Dinge ist sehr wichtig, insbesondere nicht zuletzt fürs dritte Übungsblatt. So, asymptotisch unvergleichbar ist der letzte ausstehende Fall, wenn beide Limiten gegen unendlich gehen. Wenn der eine gegenüber dem anderen auf irgendeine Art und Weise gegen unendlich geht und der andere gegenüber dem einen auf irgendeine Art und Weise gegen unendlich geht. Wenn keiner von dem anderen irgendwie eingeschränkt wird. Das ist das Beispiel, was wir eben hatten, nochmal jetzt vor diesem Hintergrund. Diese beiden Funktionen im Zähler und im Nenner sind asymptotisch unvergleichbar, denn wenn Sie x1 schneller als x2 gegen unendlich gehen lassen, dann wird die Funktion im Nenner sehr viel schneller asymptotisch gegen unendlich gehen als die im Zähler. Und wenn Sie x2 schneller als x1 gegen unendlich gehen lassen, dann wird die Funktion im Zähler sehr viel schneller als die Funktion im Nenner gegen unendlich gehen. Keiner lässt sich durch den anderen irgendwie beschränken wie bei den anderen Fällen. Das ist das Einzige, was man auf theoretischer, mathematischer Ebene machen kann, aber es ist eine ganze Menge. Es ist sehr viel. Denn damit haben wir angefangen, das, was ich eingangs gesagt habe, wieder das Beispiel binäre Suche im sortierten Array versus lineare Suche im sortierten Array, dass das eine logarithmisch schnell wächst und das andere linear schnell wächst. Das Lineare wächst dramatisch viel schneller als das Logarithmische. Der Limes Superior von n durch log n ist unendlich. Darf ich ein wenig um gut, danke. Also, wie gesagt, wenn ich da kurz was sage, dann heißt das nicht, dass ich meine, nach 10 Sekunden kann es wieder von vorne losgehen. Bitte, ja. Also wie gesagt, im Bistro ist ein besseres Mikroklima, die Stühle sind bequemer, man kann sich gegenüber sitzen, wenn man miteinander reden will, man kann sich jederzeit Kaffee holen oder Tee. Also Leute, die miteinander reden wollen, weiß ich nicht, warum sie hier sitzen. Gut, das wäre jetzt dieser erste Foliensatz, den ich übrigens auch im Forum angegeben hatte, als etwas, was Sie sich nach Möglichkeit zu heute ansehen. So, mit diesem Apparat können wir jetzt ein bisschen herumhantieren. Zum Beispiel, also wir können einfache Rechenregeln einführen. Sie wissen ja, wenn man in der Mathematik irgendwelche Konstrukte einführt, Folgenreihen, Funktionen, Matrizen, was auch immer, dann versucht man herauszufinden, was sind so die elementaren Rechenregeln, die man ableiten kann aus der Definition, sodass man da schon mal ein bisschen anfangen kann, Übungs- und Klausuraufgaben zu gestalten, beziehungsweise sinnvolle Sachen damit zu rechnen. Wenn Sie zwei Funktionen haben, die sich nur in einer Konstante voneinander unterscheiden, das ist jetzt die erste Rechenregel auf dieser Folie, dann sind die beiden asymptotisch gleich.
Logisch, denn also der eine ist ja immer im Korridor vom anderen, der durch diesen Bruch, beziehungsweise durch diesen Bruch angegeben ist. Ja? Die obere Funktion a mal f unterscheidet sich von der unteren Funktion b mal f, weicht von dem höchstens in die eine Richtung um den Faktor ab und höchstens in der anderen Richtung um den Faktor. Es bleibt in diesem Korridor. Jeder bleibt im Korridor des anderen. Die beiden sind asymptotisch gleich, ausgedrückt dadurch, dass die beiden Limes superior beide kleiner unendlich sind. Wir können sie sogar direkt angeben. Eine sehr wichtige Klasse von Funktionen für uns sind zunächst mal Monome. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Sie kennen den Begriff sicherlich Polynome. Poly für viel, also x² plus x hoch 3 plus x hoch 5 und so irgendwie sowas mit Koeffizienten. Polynomen, weil sie viele Summanden haben, während Mono 1 einfach bedeutet, sie haben nur einen Potenzausdruck. So, und dann können Sie erst einmal sehen, wir haben schon Beispiele dafür gehabt, für Laufzeiten, die in solchen Monomen ausdrückbar sind. Denken Sie an Selection Sort, da war die Laufzeit quadratisch hoch 2 in der Größe des zu sortierenden Arrays. Eben hatten wir beim komplizierteren String Matching mit Automat die Länge des kleineren Strings t hoch 3. Ja, also Monome kommen immer wieder vor. Wir werden auch immer wieder Monome als Komplexität von Algorithmen, als Beschreibung der Laufzeit haben, sodass es sinnvoll ist, sich mal grundsätzlich zu vergegenwärtigen, wie die Monome eigentlich zueinander verhalten. Und das ist ganz einfach. Sie sehen das ja hier. Jeder dieser Brüche kürzt sich zu 1 durch x heraus. Und 1 durch x geht gegen 0. Das heißt also, x hoch 0, die konstante Funktion mit Wert 1, ist asymptotisch schneller als die lineare Funktion. Die lineare Funktion ist asymptotisch schneller als die quadratische schneller als die kubische, das haben wir ja sogar schon angewandt, und so weiter und so fort. Das heißt, je größer die Potenz ist des Monoms, umso größer die asymptotische Komplexität. Wir werden Algorithmen kennenlernen, die beispielsweise in hoch 4 Laufzeit haben. Es gibt natürlich dann noch weitere Algorithmen, die noch höhere Monome als zur Beschreibung der Laufzeit haben, aber nicht bei uns in der AOD. Summen ist insofern ein grundlegender Punkt, weil Sie haben ja oft, das hatten wir schon in den ersten Beispielen, bei dem Beispiel heute eingangs mit dem String Matching mit Automat, auch bei den Beispielen gegen Ende der letzten Vorlesung mit dem einfachen String Matching mit Selection Sort, wir haben ja immer verschiedene Abschnitte des ganzen Java-Kurs, des ganzen Algorithmus. Erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und deren Laufzeiten summieren sich natürlich auf. Logisch. Das heißt also, Summen von Laufzeiten sind ein grundlegendes, wichtiges Konstrukt. Und was diese Folie im Wesentlichen besagt, ist, wenn wir zwei Laufzeiten, verschiedene Teile des Algorithmus haben, die nacheinander kommen. Der eine hat diese Laufzeit f, der andere hat diese Laufzeit g. Ja, das hatten wir gerade eben mit dem Beispiel String Matching mit Automat. Preprocessing hat die und die Laufzeit und die Hauptschleife hat die und die Laufzeit. Summe ist die Gesamtlaufzeit. Ja, wenn wir so eine Summe haben, um die Laufzeit auszudrücken, und das eine ist schneller als das andere, dann brauchen wir nur das eine, was mehr Aufwand kostet, herzunehmen. Denn das Maximum von den beiden und die Summe von zwei Funktionen
sind asymptotisch äquivalent, wie Sie hier unschwer anhand dieser beiden Ungleichungen sehen. Die Summe lässt sich nach unten durch das Maximum beschränken und nach oben durch zweimal das Maximum. Ja, die Summe, die Summe bleibt immer im Korridor zwischen einmal Maximum und zweimal Maximum. Diese beiden zusammengesetzten Funktionen, das Maximum zweier Funktionen und die Summe zweier Funktionen, sind asymptotisch gleich. Und damit können wir sofort eindimensionale Polynome rausschmeißen aus der Betrachtung. Oder überhaupt Polynome rausschmeißen aus der Betrachtung, reduzieren auf Monome. Wir hatten es gerade eben. X hoch k wächst asymptotisch schneller als x hoch k minus 1, wächst asymptotisch schneller als x Quadrat, als x hoch 1, als x hoch 0. Hier steht ja noch ein x hoch 0 als Faktor dabei. Kann man sich dazu denken. So, und da haben wir die Summe. Nicht von zwei Summanden, sondern jetzt von entsprechend vielen Summanden. Und diese Summe ist asymptotisch gleich zum Maximum. Was wächst hier am schnellsten? Das x hoch k. So hatte ich ja schon vorhin argumentiert. Wenn auch noch nicht auf fester Basis. Jetzt haben wir feste Basis. Das x hoch k wächst schneller als alle anderen Monome in diesem Polynom. Also ist das Ganze hier asymptotisch äquivalent zu dem da. Das gesamte Polynom ist asymptotisch äquivalent zu diesem einen Monom mit dem höchsten, mit der höchsten Potenz. Das ist natürlich eine unglaubliche Vereinfachung. Das hatten wir schon bei Selection Sort angewandt. Können Sie sich nochmal dort angucken. Beispielsweise dort. Da haben wir Anteile vom Algorithmus gehabt, die quadratisch wachsen in der Anzahl der Elemente des Arrays. Anteile, die nur linear wachsen und Anteile, die konstant sind, die überhaupt nicht abhängig sind von der Größe des Arrays. Und wir haben da schon gesagt, naja, wenn wir die Größe des Arrays immer weiter wachsen lassen, dann werden die konstanten und die linearen Anteile ja immer weniger ins Gewicht fallen, nur der quadratische Anteil wird noch eine Rolle spielen. Und genau das sehen Sie hier auch, nur das höchste Monom spielt eine Rolle. Eine wichtige Regel aus der Mathematik, aus der Analysis, die wir hier sehr gut verwenden können, die immer wieder gut verwendbar ist, wenn wir das Konvergenz- oder Divergenzverhalten von Brüchen von Funktionen uns ansehen wollen. Unter bestimmten Situationen, und uns interessiert nur diese Situation, ja, für die L'Hôpitalsche Regel, die Ihnen vertraut sein sollte. Kennen Sie die? Wer kennt die? Okay, schon eine große Anzahl von Ihnen. Und wenn Sie die nicht kennen, ist es auch nicht weiter schlimm. Jetzt kennen Sie sie auf dieser Folie. Unter bestimmten Voraussetzungen, und das ist eine Möglichkeit, wie diese Voraussetzung aussehen könnte, nämlich dass beide Funktionen gegen unendlich gehen. Das ist die natürlich für uns interessante, weil Laufzeiten nun mal die Tendenz haben, wenn die Parameter, die die Größe umschreiben, gegen unendlich gehen, dass dann auch die Laufzeit gegen unendlich geht. Wenn das der Fall ist, dann ist der Quotient der beiden Funktionen im Limes gleich dem Quotient der beiden Ableitungen im selben Limes für x gegen unendlich. Nehmen Sie das einfach hin, das ist so. Und jetzt können wir zum Beispiel damit auch andere Größenvergleiche hernehmen. Zum Beispiel können wir uns die Frage stellen, eine beliebige Wurzelfunktion, ja, zu einer beliebigen Basis a, haben Sie die Funktion Wurzel x. Wie verhält sich diese Funktion zur linearen Funktion? Ja, Sie haben ja vielleicht noch ein Bild vor Augen, die Wurzelfunktion sieht so ein bisschen ähnlich zu zeichnen aus wie der Logarithmus, so eine konkave Funktion, die durchaus ins Unendliche geht, also die unbeschränkt ist, aber irgendwie so aussieht, als ob sie nicht so schnell geht wie die linearen Funktionen, aber stimmt das wirklich? Hier sehen Sie das mit ein bisschen mathematischer Ableitung.
Wir wollen, wie verhalten sich die beiden? Na gut, dann umschreiben wir die Wurzel erstmal in wissenschaftlicher Schreibweise, wenden jetzt hier L'Hôpital an. Beide Funktionen erfüllen die Voraussetzung, beide gehen gegen unendlich. Das heißt, der Quotient der beiden Funktionen geht für x gegen unendlich zu demselben Wert wie die beiden Ableitungen. Hier oben ist die Ableitung von der Wurzelfunktion, innere Ableitung, äußere Ableitung, Sie kennen das Ganze. Und schönerweise ist die Ableitung von x gerade 1, das heißt, wir müssen uns nur das hier angucken, das ist eine Konstante. Das ist eine Zahl, die Potenz hier ist kleiner als 1, wenn die Basis größer als 1 ist. Und dann geht dieser Ausdruck, kann man ja gleich sehen, gegen 0. Das heißt also, für eine beliebige Basis a, und ich sollte nochmal genau sagen, für eine beliebige Basis a größer 1 ist die Wurzelfunktion asymptotisch schneller als die lineare Funktion. Jetzt vergleichen wir zwei Wurzelfunktionen miteinander. Ja, wenn wir zu zwei verschiedenen Basen, wie sehen die beiden miteinander aus? Wie vergleichen sich die miteinander? Naja, umschreiben wir wieder in wissenschaftlicher Schreibweise. Wenden hier bei diesem Gleichheitszeichen L'Hôpital an. Die beiden Funktionen gehen beide gegen unendlich, sind im Limes, der Quotient ist im Limes gleich dem Quotient der beiden Ableitungen hier. Und das kann man so ein bisschen zusammenfassen, b durch a mal das hier. Und wenn a, jetzt muss ich genau gucken, dass ich trotz der mehr als eine Stunde Vorlesung das richtig herumkriege mit meiner Konzentration. Wenn jetzt die Basis a größer als die Basis b ist, dann ist 1 durch a kleiner als 1 durch b, dann ist dieser Ausdruck negativ und damit geht das, wenn die Basis a größer als die Basis b ist, gegen 0. Die dritte Wurzel geteilt durch die zweite Wurzel geht gegen 0 als Beispiel. Das heißt, die dritte Wurzel als Funktion wächst asymptotisch langsamer als die zweite Wurzel. Was ja auch sicherlich ihrer mathematischen Intuition, ihrer mathematischen Erfahrung entspricht. So, wie verhält sich jetzt eigentlich der natürliche Logarithmus? Naja, der natürliche Logarithmus wächst gegen unendlich. Das heißt, er wächst natürlich asymptotisch stärker als die konstante Funktion. Hier könnte ich natürlich jede konstante Funktion einsetzen, egal ob 1 oder 2 oder sonstige, größer 0, versteht sich. Und das heißt also, ja, der Logarithmus wächst schneller als die konstante Funktion. Wie verhält sich jetzt der Logarithmus gegenüber den anderen Funktionen, die wir bisher betrachtet haben? Naja, die Wurzelfunktionen, wissen wir, wachsen asymptotisch langsamer als die Monome, allein schon als die lineare Funktion. Das heißt, wir gucken uns erst einmal an, wie verhält sich der Logarithmus gegenüber irgendeiner Wurzelfunktion. Wenn wir da schon einen Vergleich haben, dass der Logarithmus langsamer wächst, dann brauchen wir über den Vergleich zwischen Logarithmus und Monomen und so weiter gar nicht mehr nachzudenken. Und tatsächlich, wir wenden hier an dieser Stelle, an diesem Gleichheitszeichen, wieder die Regel von L'Hôpital an. Beide Funktionen wachsen ins Unendliche. Die Voraussetzung für die Anwendung der Regel ist erfüllt. Das heißt, der Limes der beiden Funktionen für x gegen unendlich ist gleich dem Limes der beiden Ableitungen. Das ist die eine Ableitung, das ist die andere Ableitung. Und jetzt muss man scharf hingucken. Im Zähler haben wir x hoch minus 1. Das kürzt sich gegen das x hoch minus 1 hier unten weg, bleibt übrig 1 durch a hier im Nenner.
x hoch 1 durch a. A ist größer. Ja. Jetzt muss ich langsam mit meiner Konzentration haushalten. In diesem Mikroklima hier. 1 durch a. Das heißt, das Ganze, wenn wir das weggekürzt haben, dann bleibt hier noch etwas stehen, was gegen unendlich geht, und das Ganze geht dann gegen 0. Der Logarithmus, der natürliche Logarithmus, zunächst einmal wächst tatsächlich asymptotisch langsamer als jede Wurzelfunktion mit Basis größer 1, also mit den ordentlichen Wurzelfunktionen, wie man sie sich vorstellt, Quadratwurzel, kubische Wurzel und so weiter. Wie sieht es mit den anderen Logarithmen aus? Da möchte ich Sie erinnern an etwas, was Sie in Ihrer Formelsammlung in der Schule sicherlich hatten. Eines der Logarithmengesetze. Wenn Sie so einen Ausdruck haben wie den hier links, ein Quotient, wo beide Male das Argument zum Logarithmus dasselbe ist, x in diesem Fall, aber zu unterschiedlichen Basen, dann, jetzt hätte ich beinahe gesagt, kürzt sich das x weg, aber das wäre natürlich Quatsch, das so zu formulieren, das kürzt sich natürlich nicht weg, sondern Sie können nach dem so und so vielten Logarithmengesetz das x rausschmeißen und haben nur noch diesen Ausdruck hier. Das heißt also, Sie haben zwei Logarithmenfunktionen in x, einmal zur Basis a und einmal zur Basis b. Und der Quotient aus beiden ist eine Konstante. Und das hatten wir schon in diesem Fall. Wenn zwei Funktionen sich nur in einer solchen multiplikativen Konstante voneinander unterscheiden, dann sind sie asymptotisch gleich. Das heißt also, ganz konkret, wir können beim Logarithmus die Basis vergessen. Ich hatte bei der binären Suche immer dazu gesagt, der Zweierlogarithmus von der Größe des Arrays. Hätte ich nicht sagen müssen. Ist egal. Ich hätte auch sagen können, der Dreierlogarithmus oder der 357er Logarithmus oder was auch immer. Sämtliche Logarithmenfunktionen für Basen, die Größe 1 sind, sind asymptotisch identisch. Ich kann also einfach sagen, die Laufzeit von binärer Suche ist logarithmisch, ohne zu sagen, welche Basis das jetzt ist. Ja, gehen wir mal am anderen Ende weiter. Jetzt haben wir uns mit sehr langsam wachsenden Funktionen befasst. Jetzt gucken wir uns mal sehr schnell wachsende Funktionen an. Exponentialfunktion. Uns interessiert einfach mal, wir nehmen uns eine beliebige Exponentialfunktion her, das heißt zu irgendeiner beliebigen Basis größer 1, das was wir eigentlich normal unter Exponentialfunktion hier typischerweise verstehen, also a größer 1, und wir nehmen uns irgendein Monom her, zu irgendeinem x hoch k, und stellen uns die Frage, wie verhalten die beiden sich asymptotisch zueinander? Naja, dann wenden wir hier erstmal die Regel von L'Hôpital an. Beide gehen gegen unendlich. Können wir also Regel von L'Hôpital anwenden und kriegen diesen Ausdruck im Zähler, Ableitung von x hoch k, und diesen Ausdruck im Nenner. Sie wissen das wieder, innere, äußere Ableitung, Ableitung vom Nenner. Damit haben wir natürlich nicht viel gewonnen. Im Gegenteil, das ist komplizierter geworden als das, womit wir gestartet sind. Schön. Aber in einem wichtigen Aspekt ist dieser Ausdruck hier einfacher als dieser, nämlich die Potenz vom Monom ist um 1 gesunken, verringert. Das heißt, wir können einfach die Sache weiterführen. Auch hier wieder, x hoch k minus 1 geht gegen unendlich, a hoch x geht gegen unendlich, k und ln a sind zwei Konstanten. Das heißt, die Voraussetzungen für L'Hôpital sind erfüllt. Ich kann das wieder anwenden und habe jetzt hier die Potenz nochmal um 1 verringert und kann das so lange machen, bis ich hier hingekommen bin.
Auch hier wieder kann ich L'Hôpital anwenden. Beide Funktionen x und a hoch x. Hier habe ich alles, was ich an Vorfaktoren habe, einfach hier als Konstante zusammengezogen, weil die uns ja nicht interessieren. Ich habe nur noch x durch a hoch x. Ich wende ein letztes Mal L'Hôpital an, kriege 1 durch a hoch x raus. A hoch x geht gegen unendlich, also 1 durch a hoch x gegen 0. Das heißt also, jedes Monom wächst asymptotisch schneller, nein, langsamer, Entschuldigung, jedes Monom wächst asymptotisch langsamer als jede Exponentialfunktion. Und zwar egal, wie hoch das k ist. Das k könnte eine Milliarde sein. Irgendwo weit, weit hinten wird das a hoch x, dieses x hoch eine Milliarde überholen und von da aus von dem x hoch eine Milliarde nicht mehr einzuholen sein, sondern immer weiter weg von dem x hoch eine Milliarde, immer schneller gegen unendlich gehen. So, noch zwei Exponentialfunktionen miteinander vergleichen zu zwei verschiedenen Basen, a hoch x und b hoch x, a, b größer 1. Ja, einfaches Potenzgesetz angewandt. A hoch x durch b hoch x ist a durch b hoch x. Und wenn a kleiner b ist, wenn die Basis a kleiner als die Basis b ist, dann geht dieser Ausdruck hoch x für x gegen unendlich gegen 0. Das heißt also, je größer die Basis ist, umso asymptotisch schneller. Und zwar egal, wie klein der Unterschied ist. Ja, wenn a gleich 2 ist und b ist 2,000001. Trotzdem gehen die beiden asymptotisch auseinander. Keiner ist von dem anderen gefangen, beschränkt. So, damit haben Sie jetzt erst einmal die verschiedenen Funktionen gesehen, die so eine Rolle spielen in der Betrachtung von asymptotischer Komplexität. Ja, man muss leider sagen, es gibt auch durchaus viele algorithmische Probleme, wo man nichts Besseres als exponentielle asymptotische Komplexität hinkriegen kann, im schlimmsten Fall. Es gibt solche Problemstellungen, die so schlecht algorithmisch lösbar sind. Zum Glück in der AOD nicht unbedingt, sondern in weiterführenden Vorlesungen. So. Das war jetzt zunächst einmal, wir sind immer noch bei reellen Zahlen, aber das war jetzt zunächst einmal der Ausflug in die Analysis, wo wir jetzt verschiedenste Funktionen, die Sie kennen aus der Schule oder aus Mathematik für Informatiker oder Ihren sonstigen Mathematikveranstaltungen, wo wir verschiedenste Funktionen jetzt asymptotisch miteinander verglichen haben und festgestellt haben, Logarithmus wächst schneller als Konstant, Wurzel wächst schneller als Logarithmus, Monome wachsen schneller als Wurzeln, Exponentialfunktionen wachsen schneller als Monome, Polynome wachsen genauso schnell wie die entsprechenden höchsten Monome und so weiter und so fort. Jetzt kriegen wir langsam wieder hoffentlich die Kurve zur Komplexität von Algorithmen. So, wir betrachten weiterhin reellwertige Funktionen, haben aber jetzt vielleicht schon mal so langsam im Hinterkopf, dass wir eigentlich nur die Einschränkung dieser Funktion auf ganze Zahlen uns wirklich interessieren. Ja, ganzzahlige Eingabeparameter wie die Größe des Arrays und die Größe des Strings und so weiter. So, was ich Ihnen jetzt hier einführe auf diesem Foliensatz, ist die übliche Sprechweise, die übliche Terminologie. Das ist einfach etwas, was man gesehen, verstanden, abgeheftet haben muss und dann entsprechend in der Lage ist, in dieser Sprache
zu kommunizieren. Wir reden hier über Klassen von Funktionen. F und G sind zwei Funktionen, hier auf demselben Urbildbereich. Reelle, nicht negative reellen Zahlen, mehrere Parameter da drin, so wie wir beispielsweise beim String Matching mit Automat drei Parameter hatten, die Größe von S, die Größe von T, die Größe des Alphabets, halt in mehreren Parametern. Und wir sagen, eine Funktion F ist in einer bestimmten Menge groß O von G. Wir sind jetzt sehr nah am Übungsblatt 3 übrigens dran. Eine Funktion F ist in groß O der Funktion G, wenn eine von zwei Fällen tatsächlich der Fall ist, wenn F asymptotisch langsamer wächst als G oder G asymptotisch schneller als F, so wie wir das gesehen haben, die jede Exponentialfunktion wächst asymptotisch schneller wie jedes Monom oder wie jedes Polynom. Jedes Monom wächst schneller wie jede Wurzelfunktion und so weiter. Oder f und g sind asymptotisch gleich. Das nehmen Sie einfach hin, dass das so definiert ist, dass man Sie werden auch sehen in unseren Live-Coding, das wir beim nächsten Mal dann wieder anstellen, und auf dem Übungsblatt, dass das durchaus eine vernünftige Definition ist. Heute nehmen Sie das erstmal hin. So hat sich das als Terminologie etabliert, dass diese Menge von Funktionen abhängig von einer Funktion g so definiert ist. So finden Sie es typischerweise definiert in der Literatur. Oder was heißt typischerweise? Sehr häufig. Also nicht jedes Lehrbuch, nicht jedes Vorlesungsskript macht so wie ich den Umweg erst einmal über reellwertige Zahlen, sondern fängt erst einmal damit an und versucht dann von da aus die Brücke zu schaffen zu reellwertigen Zahlen, zu reellwertigen Funktionen, um dann L'Hôpital und andere Regeln anwenden zu können. Was steht hier? Was hier steht ist, ab einem gewissen Größenordnung von diesen Parametern klein x1 bis klein xk, also x hat ist eine Vektordimension klein k, ab einer gewissen Größenordnung alle Tupel x1 bis xk, die diese Größenordnung überschreiten, die wir nicht wissen, wie groß die ist, die uns auch nicht interessiert, ab da soll die Funktion f immer gleich kleiner gleich einer Konstante g sein. Ja? Im kleinen Bereich für kleine Zahlen, für kleine Parametergrößen, für kleine Stringgrößen, Arraygrößen, ist uns alles eigentlich wurscht bei dieser asymptotischen Betrachtung. Vollkommen wurscht. Was uns interessiert ist, wenn es gegen unendlich geht, und das drücken wir dadurch aus, ab einer gewissen Größenordnung ist uns das alles nicht mehr wurscht, ab da muss die Funktion f asymptotisch beschränkt sein durch g, und asymptotisch beschränkt heißt innerhalb eines Korridors nicht größer als c mal diese Funktion g. Klein o ist jetzt im Gegensatz zu Groß O. Groß O sagt asymptotisch schneller oder asymptotisch gleich. Klein o heißt nur asymptotisch schneller. F aus klein o von g heißt f wächst echt asymptotisch langsamer als g. Das hat sich, wie gesagt, etabliert als Terminologie und in einer Profession. Informatik ist ja eine Profession, nicht nur eine Wissenschaft, sondern auch eine Profession. In einer Profession ist es immer wichtig, die Terminologie möglichst einheitlich konsistent zu verwenden, die sich etabliert hat.
damit man sich nicht missversteht. Ja, bei Medizin ist Ihnen das sicherlich klar, warum das notwendig ist. Oder im Bereich Jura, Informatik ist es aber nicht anders. Omega ist jetzt genau das Umgekehrte. Wenn wir das nochmal vergleichen, Groß O war, G wächst asymptotisch schneller als F oder beide gleich. Omega ist jetzt das Umgekehrte. F wächst asymptotisch schneller als G oder beide sind gleich. Das heißt also, wenn F in Groß O von G ist, dann wird F von G nach oben mit einer Konstanten beschränkt. Wenn F in Omega von G ist, dann wird F von unten von G mit einer Konstanten beschränkt. Mit einer multiplikativen Konstanten. Und hier genau das Entgegengesetzte, denn Sie können sich leicht allein aus den Formulierungen hier hernehmen, diese Formulierung für Omega verglichen mit dieser Formulierung für Groß O. Wenn F in Groß O ist von G, dann ist G in Groß O, in Omega von F. Das heißt, entsprechend ergibt sich hier die umgekehrte Formulierung mit einem größer gleich anstelle eines kleiner gleichs, wie bei Groß O. Theta hat, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es hat sich so etabliert, ist der, den kann man definieren als Schnitt aus Groß O und Omega. Und wenn Sie sich nochmal vergegenwärtigen, was Groß O und Omega sind, Groß O von G waren alle Funktionen, die kleiner gleich oder gleich G asymptotisch sind. Groß Omega sind alle Funktionen, die größer gleich oder gleich sind. Ich habe eben einmal gesagt, kleiner gleich oder gleich, dann habe ich gesagt, größer gleich oder gleich. Der Schnitt ist, alle, die asymptotisch gleich sind. Theta von G sind alle Funktionen, die asymptotisch gleich schnell wie G sind. Genau, hier nochmal formuliert. Sie haben da ein paar Zusammenhänge. Das erste hatte ich schon gesagt. Wenn F mit einem multiplikativen Faktor von oben durch G beschränkt ist, dann ist G mit einem multiplikativen Faktor von F nach unten beschränkt. Und asymptotisch gleich ist selbstverständlich eine Äquivalenzrelation. Das heißt, wenn F asymptotisch gleich G ist, wir haben insbesondere die Symmetrie, wenn F asymptotisch gleich G ist, dann ist G natürlich asymptotisch gleich F ist. Wenn Sie sich nochmal die Definition von asymptotisch gleich ansehen, werden Sie sehen, das ist symmetrisch. Sie können F und G austauschen und dann ist immer noch dieselbe Definition für asymptotisch gleich. Sie haben Transitivitätsregeln, die sich eigentlich auch, die können Sie leicht ableiten, die sich aber auch irgendwie, denke ich, auch plausibel von selbst verstehen, die eigentlich irgendwie ganz logisch sind. Wenn F durch G nach oben beschränkt ist und G ist von H nach oben beschränkt, dann ist transitiv natürlich auch F von H nach oben beschränkt. Und wenn F echt durch G nach oben beschränkt ist, also ohne mögliche Gleichheit, und G echt nach oben durch H beschränkt ist, ohne mögliche Gleichheit, dann ist natürlich auch F echt durch H beschränkt. Ja, setzen Sie einfach ein, Logarithmus ist nach oben beschränkt durch Wurzel, Wurzel ist nach oben beschränkt durch Exponential, also ist Logarithmus nach oben beschränkt durch Exponential, transitiv. Dasselbe nochmal nach unten beschränkt, wenn F durch G nach unten beschränkt ist und G durch H nach unten beschränkt ist, dann ist F durch H nach unten beschränkt und Theta ist eine Äquivalenzrelation. Wir hatten schon die Symmetrie, jetzt noch die Transitivität. Wenn F asymptotisch gleich zu G ist und G ist asymptotisch gleich zu H, dann ist F natürlich auch asymptotisch gleich zu H.
Gut, damit bin ich mit dem heutigen Ausflug in die Analysis fertig. Das wird der einzige Ausflug in die Mathematik bleiben, der in so einer Form stattfindet. Wir werden natürlich auf diese Ergebnisse dann im Weiteren sowohl hier in der Vorlesung als auch bei den Übungsblättern als auch bei der Klausur zugreifen müssen, weil es nun mal elementare, grundlegende Punkte sind bei der Analyse von Algorithmen und Datenstrukturen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass am Donnerstag Feiertag ist. Das heißt, ich werde nicht um 8 Uhr hier sein. Ob Sie um 8 Uhr dann hier sind oder nicht, das ist mir dann egal. Für heute möchte ich Ihnen dann noch einen schönen Tag wünschen und ich hoffe, Sie haben noch Gelegenheit, die Sonne anders als durch das Mikroklima hier im Audimax genießen zu können. Dann bis nächste Woche.